Sie sind allgegenwärtig, die Straßenhunde in der Ukraine. Nach Schätzungen regionaler Tierschutzgruppen müssen es etwa 500.000 Tiere im ganzen Land sein. Von vielen Menschen gehasst und behandelt wie Müll. Sie werden gejagt und grausam ermordet. Vergiftete, sterbende Hunde sind hier alltäglich. Selbst mitten in Kiew finden wir tote Hunde an belebten Orten. Es ist so schrecklich, was wir hier zu sehen bekommen. Hier ist eine Mutter mit ihren 4 kleinen Babys, gestern waren es noch 6. Daneben liegt ein toter Hund, sie geht immer wieder hin und schnuppert an dem toten Hund und sucht die ganze Zeit verzweifelt nach Futter für ihre Kinder und für sich selbst und ist ziemlich dünn. Wir hoffen, dass wir sie auch im Tierheim unterbringen können, weil das absehbar ist, dass sie sonst auch nicht mehr lange überleben wird. Hinter den Morden steckt, so die Tierschützer vor Ort, die ukrainische Regierung. Sie will die Straßen säubern. Besonders im Hinblick auf die Fußball-EM 2012, deren Endrunde unter anderem in der Ukraine stattfindet. Trotz internationaler Proteste setzt das Land seinen Hundefang fort, statt nach humanen Alternativen zu suchen. Der Umweltminister hat zwar mittlerweile an seine Behörden appelliert, das Morden zu stoppen, doch bisher sind dies nur Worte. 5 years ago, population of dogs were more. But during last year, very many dogs were killed. But every day, that dogs are killing too. Seit 2006 gibt es hier zwar ein Tierschutzgesetz und die Straßentierpopulation soll durch Sterilisationsprogramme eingedämmt werden, doch das ist aufwendig und kostet Geld. Die Tiere sollen einfach von der Straße verschwinden. Und so zahlen die Behörden ihren Reinigungskommandos für jeden Hund, ob tot oder lebendig, knapp 40 Euro. Von Kiew fahren wir 500 Kilometer weiter nach Osten in die Stadt Charkiw und fragen bei der Bezirksregierung nach, wie sie mit der Straßenhundpopulation umgeht. Denn hier sollen monatlich etwa 1.500 Hunde durch die Behörden getötet werden. Ja, wir sind jetzt aus diesem Amt rausgekommen. Die Leute sind dafür verantwortlich, was mit den eingefangenen Hunden passiert. Sie haben uns erzählt, dass 95% der Hunde sofort eingeschläfert werden, dass das die einzige effektive Lösung für das Problem ist und dass sie sich von niemandem davon abhalten lassen. Wir können und wollen es einfach nicht glauben, dass ein Tierleben in der Ukraine sogar ganz offiziell nichts zählt. Doch auch unsere heimlichen Aufnahmen aus der Auffangstation der kommunalen Müllabfuhr bestätigen es. In diesem Zwinger sitzt jetzt nur noch ein junger, verstörter Hund. Vor wenigen Tagen waren hier noch 24 Hunde ohne Wasser und Futter. Das beweist dieses Videomaterial lokaler Tierschützerinnen. Jetzt klebt an der Wand Blut, auf dem Boden liegen Halsbänder. Wo sind die Hunde jetzt? Vielleicht im sogenannten städtischen Tierheim? Doch auch hier finden wir neben Hunderten lebendiger und teilweise kranker Hunde einen Raum voller getöteter Tiere. Doch die Brutalität im Land geht noch weiter. Lokale Tierschützer entdecken Massengräber, in denen auch noch lebende Hunde liegen. Besonders grausam das in den Städten Lysychansk und Mariupol eingesetzte mobile Krematorium. Hier sollen die Tiere zunächst mit dem verbotenen Gift Ditilin gelähmt und zum Teil bei vollem Bewusstsein in den Verbrennungsofen geworfen werden. Nach weltweitem Aufschrei über diese barbarische Methode haben die Behörden das mobile Krematorium versteckt. Doch das massenhafte Morden geht weiter. An abgelegenen Orten und sogar mitten im Großstadttrubel. Und auch dort gibt es Menschen, denen die Tiere nicht egal sind. Sie leiden mit den Tieren, die so qualvoll sterben müssen und das nur, weil sie angeblich das Straßenbild eines Gastgeberlandes der Fußball-Europameisterschaft verschandeln. That woman cannot speak because she's crying. On that place lived very many dogs. But sometimes ago, she don't know who give the noise to dogs, and dogs dead very, very, very hard. Eine humane und sogar von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Methode, die Straßentierpopulation einzudämmen, ist das sogenannte Neuter-and-Release-Programm.
Die Tiere werden eingefangen, sterilisiert, geimpft, markiert und an ihren angestammten Plätzen wieder freigelassen. Versorgt werden können sie dann von lokalen Tierschutzorganisationen, die sich gemeinsam mit Peter um ein Umdenken in der Bevölkerung bemühen, damit die Tiere als lebende und fühlende Wesen anerkannt und ihre Bedürfnisse respektiert werden. Um zu erfahren, was Sie für die Hunde in der Ukraine tun können, besuchen Sie bitte www.peter.de/ukraine.